Moin Oke, wir stehen hier auf der Neuen Nord. Erstmal Stichwort Abriss der Südtribüne. Wie hast du das damals erlebt? Ja, das war schon eine Wahnsinnsaktion, weil da natürlich unfassbar viele Diskussionen und ja auch durchaus Kontroversen zuvor passiert waren zwischen Aufsichtsrat und Präsidium. Und in diesem Fall zeigt sich, dass Mut, Durchsetzungswille, in diesem Fall von Corny, natürlich absolut der Anstoßpunkt waren, im positiven Sinne dieses Stadion zu starten und dann auch heute mit in die Vollendung zu bringen. Und dafür müssen wir ihm dankbar sein und werden wir ihm auch immer dankbar sein. Natürlich ergibt sich in einem solchen Prozess immer auch mal der ein oder andere Diskussionsfaktor. Aber ich glaube, alle Beteiligten sollten ganz, ganz glücklich darüber sein, was wir hier im Stadtteil und zwar als Vorarbeit geleistet haben für einen gemeinschaftlichen Prozess. Und zwar gemeinschaftlich ein Stadion zu bauen als Verein, in dem Fans ein absolutes Mitspracherecht und große organisatorische Fähigkeiten in der Stadionbau AG bewiesen haben, aber auch die Gremien, Präsidium und Aufsichtsrat, Banken und die Stadt, alle gemeinsam haben hier etwas unfassbar Großes geschaffen und sind damit der Vorreiter für Bauvorhaben im Stadtteil, wie zum Beispiel dem Esso-Hausverfahren, Planbude nenne ich da, wo partizipatorische und bürgerbeteiligte Projekte jetzt zu einer Wirklichkeit werden, die für diesen Stadtteil auch wichtig sind, damit er seinen Kern nicht verliert. Und da bin ich unendlich glücklich drüber, dass wir als FC St. Pauli alle gemeinsam etwas geschafft haben, was wirklich viel größer ist, als wir uns das jemals vorstellen konnten. Und ganz ehrlich, es ist das geilste Stadion, was ich mir vorstellen kann, wo alle miteinander gearbeitet haben. Kommen wir nochmal so ein bisschen auf den Bauprozess zurück. Wie hast du dann nach dem Abriss der Südtribüne in den kommenden Jahren oder in den folgenden Jahren dann den Bau verfolgt? Na, ich stand immer auf meinem Platz in der Gegengrade und habe natürlich jede Bauphase für sich betrachtet mitgenommen. Und ich erinnere mich auch ganz früh, als ich fürs Young Rebels Magazin ein Interview mit Bernd Spies nach Fertigstellung der Südtribüne geführt habe. Und wir beide uns darüber unterhielten, dass ja jetzt ein Teil, nämlich die Südkurve, fertiggestellt ist und die natürlich so ganz anders aussah wie alles andere rundherum. Und ich werde einen Satz nie vergessen, weil ich ihn wirklich toll fand, wie Bernd es sagte. Oke, wir gewöhnen uns da alle dran, es muss sich die Patina des Gebrauchs darüber legen. Und ich finde, jetzt haben wir ein Stadion, wo wir sagen können, wir gucken in die Zukunft und es haben sich schon gewisse Gebrauchsspuren hinterlegt. Und diese Gebrauchsspuren auf der Süd, an der Süd, helfen natürlich auch wieder, eine wunderbare Atmosphäre zu kreieren und eins der stimmungsvollsten, wenn nicht das stimmungsvollste Stadion mit in Deutschland zu sein. Gibt es denn noch spezielle Erinnerungen, die du mit der alten Nordtribüne verbindest? Ja, na klar gibt es die, aber das wirkt jetzt fast zu klischeehaft. Aber ja, auch ich war jemand, der früher mal auf die Bäume geklettert ist und von dort ein Spiel geguckt hat. Und ich war ja in meinen Teenagerjahren nicht in Hamburg, obwohl ich hier geboren bin, und habe dann immer von auswärts nur Tickets am Spieltag noch bekommen. Und das waren häufig dann auch mal Nordkurven-Tickets. Also ich war jetzt kein ständiger Nordkurvengänger, aber ich habe hier viele Spiele erlebt. Und ja, ich bin, glaube ich, auch mal alkoholisiert hier auf der alten Nordkurve völlig in mich zusammengebrochen und musste hier rausgetragen werden. Die Bäume gibt es mittlerweile nicht mehr, die wurden abgeholzt, aber jetzt steht hier eine wunderschöne neue Nord. Was versprichst du denn dir von der letzten Tribüne, die jetzt fertiggestellt wurde, und wie gelungen findest du sie jetzt?
Ja, sie ist wunderbar und auch wieder durch die Mitarbeit der Fangruppierung Nord Support und alle anderen ebenso genannt, selbstverständlich mit dem Design der Herzen, die natürlich die Fahnen repräsentieren. Das ist schon wirklich wunderbar und mit Fertigstellung der Nordtribüne haben wir hier natürlich nochmal eine ganz andere Lautstärken-Situation. Und diese Lautstärken-Situation hilft den Jungs auf dem Feld hier, glaube ich, auch nochmal wirklich komplett an das Limit zu gehen. Es war in der Vorsaison, glaube ich, auch ein kleiner Mosaikstein, warum es nicht ganz so gut gelaufen ist, weil du spielst dann gegen eine Baugrube und das ist nicht so schön, als wenn du hier einen großen Support dahinter hast. Und wir merken das ja auch auf den oder an den Heimspielen, auch wenn das letzte jetzt gerade nicht ganz so gut gewesen ist, aber wir merken schon, wir sind wieder deutlich schwerer hier zu bezwingen und das liegt natürlich auch an den Jungs und dem Team, die den Zuschauern wieder deutlich mehr Freude machen. Dann zum Abschluss noch einmal, wie froh bist du erstmal, dass das Stadion jetzt komplett fertig ist und wie fühlt sich das an? Der FC St. Pauli hat ein komplett neues, schönes, großes Stadion. Ich fühle mich jetzt gerade so wie jemand, der irgendwie gerade einen großen Pokal oder so gewonnen hat und man jetzt gefragt wird, wie man sich dabei dann fühlt. Das kann man nicht in Worte fassen. Das ist vor allen Dingen gilt da der Dank wirklich allen Macherinnen und Machern, die über Jahre einen sensationellen Job gemacht haben. Projektsteuerung, Herr Peschers, Thorsten Vierkant. Natürlich Vorgängerpräsidien, Vorgängeraufsichtsräte, die wirklich im Grunde genommen ja auch sehr do-it-yourself-mäßig aus dem Nichts mit super wenig Geld hier so etwas hinbekommen haben mit Hilfestellung von Banken und Stadt. Das fühlt sich unfassbar an und ich stehe wirklich nur stellvertretend jetzt gerade hier, weil es nun mal in meine Amtszeit zufälligerweise fällt, dieses fertige Stadion jetzt gänzlich begrüßen zu dürfen. Aber der Dank gilt allen anderen und das habt ihr wirklich fantastisch gemacht. Okay, Dankeschön.